Ich bin hier schon wieder. Oh, ich bin hier auf Sendung. Erstmal guten Morgen, guten Abend und willkommen, liebe Leute, seichte Unterhaltung. Idioten der Flacherde Teil 3. So, die schmeckern ja immer gut. Also es geht erstmal um Antriebe. Diese komischen Vögel, die haben ja so ein interessantes Argument. Es geht immer um die Feststoffraketen. Also bisher habe ich noch nichts anderes gehört von denen. Die sagen ja, das funktioniert im All nicht, weil wegen kein Sauerstoff und so. Gut, das ist aber auch schon, gibt es auch schon mal dafür, das werden sie aber auch nicht annehmen, dass die Feststoffraketen, chemischen Raketen, die erzeugen einfach dann ihren eigenen Sauerstoff. Wollen sie nicht glauben, aber ich habe ein anderes Argument, was ganz anderes Interessantes. Ich werde da mal, ist ein Ausdruck auf Wikipedia. Ionenantrieb ist eine Antriebsmethode für Raumfahrzeuge. Ein Ionentriebwerk nutzt den Rückstoß eines erzeugten, neutralisierten Ionenstrahls zur Fortbewegung. Je nach genutzter Energiequelle wird zwischen solarelektrischen und nuklearelektrischen Antrieb unterschieden. Ionentriebwerke erzeugen zwar einen für einen Raketenstart direkt von der Erde zu geringen Schub, verbrauchen aber weniger Stützmasse als chemische Triebwerke. Deshalb sind sie als Sekundärtriebwerke für den energieeffizienten Dauerbetrieb geeignet, besonders für die Langflugbahn interplanetarer Sonden. Gegenwärtig erreichen sie Leistung bis in den Kilowattbereich. Alles nachzulesen auf Wikipedia. Wikipedia, ne, ist auch so für sich. So, das so viel dazu. So, ihr Flachörtler, macht euch mal. Das wäre mal wieder so ein Outtake. Mache ich es aber nicht. Ich hau es so brutal, wie es ist. Macht euch bitte mal über ein Ionentriebwerk Gedanken. Das Ding funktioniert da oben so mit Elektronen, Ionen und Asentönnef. Sehr interessant. Versucht das mal jetzt, oder? Ich weiß, da kommen wir schon auch wieder irgendwelche Nervtöten, Gegenthesen. Gut, macht das. Aber trotz alledem, für alle anderen, ja, Neuansteiger, Quereinsteiger, ist eine andere Option. Also, bis denn dann. Tschüss, Koski.